Ich bin Stefan Böhi und ich arbeite in der Sukkulentensammlung Zürich. Ich bin seit 2 Jahren hier angestellt als Sukkulentengärtner und kümmere mich um Pflanzen im Nordamerika- und Afrika-Haus. Neben der gärtnerischen Arbeit mache ich auch Vermittlungsarbeit. Ich arbeite sehr gerne mit Kindern, mache Workshops, zum Beispiel Kakteen aufschneiden oder Früchte probieren. Ich mache auch öffentliche Führungen, wie in der Langen Nacht der Museen oder zum Beispiel in der Nacht der Königin. Unsere Sukkulenten machen im Winter eine Ruhezeit. Um sie zu wecken und wieder das neue Wachstum anzuregen, werden sie im Frühling genebelt, wie hier im Nordamerika-Haus und im Afrika-Haus. Sobald das Wachstum wieder einsetzt, können wir dann wieder anfangen zu gießen. Was wichtig ist, vor allem im Sommer, dass die Pflanzen genug Wasser bekommen und dass sie dann zügig wachsen können. In der Sukkulentensammlung bekämpfen wir die Schädlinge hauptsächlich mit Nützlingen. Ich werde jetzt hier die australischen Marienkäfer aussetzen, die die Schmierlüsse fressen sollen. Kakteen können sich in der Regel nicht selber bestäuben, das heisst, sie sind selbst steril. Das heisst, man braucht für eine erfolgreiche Bestäubung immer 2 blühende Pflanzen, wo man von der einen Pflanze den Pollen auf die Narbe der anderen überträgt und umgekehrt. Dann vertrocknet die Blüte und zieht sich in den Scheitel zurück. Wenn die Bestäubung geglückt ist, dann wächst die Frucht aus dem Scheitel der Pflanze raus und man kann sie ernten, um die Samen aus der Frucht zu gewinnen. Von Zeit zu Zeit machen wir im Mittelbeet Ergänzungspflanzungen, sei es, wenn eine Pflanze zu gross geworden ist oder jetzt in diesem Fall ist ein Ferrokaktus gestorben. Ich habe jetzt das Loch schon mal vorbereitet und ausgesogen. Wir machen das mit dem Staubsauger, damit wir die anderen Wurzeln nicht verletzen. Die Erde wird also grosszügig austauscht. Das ist das neue Substrat. Der Echinocereus eneacanthus kommt ursprünglich aus der Chihuahua-Wüste aus Mexiko. Jede von unseren 23'000 Pflanzen in der Sammlung hat eine eigene Akzessionsnummer. Das ist da 93 1184 A. Und ich tue der Datenbank nachträgen, dass die Pflanze neu frisch hier im Mittelbeet gepflanzt ist. Die Früchte der Mammillarien sind jetzt reif und ich kann sie ernten. Wir werden die Samen, die ich aus diesen Früchten gewinne, mit anderen botanischen Gärten tauschen, sodass die Pflanzen in der Kultur erhalten bleiben. Ich schneide die Früchte auf und tue sie in einen Damenstumpf, um unter dem flüssenden Hahnenwasser das Fruchtfleisch wegzuwaschen. Das ist wichtig, um den Zucker aus dem Fruchtfleisch wegzuspülen, weil sonst wird die Aussaat später anfangen zu schimmeln. Nachher wird der Samen auf einem Haushaltspapier ausgestrichen und dann in eine Papiertüte abgepackt. Von den Kaktus nimmt man die jungen Triebe, also nicht die alten, die schon etwas zäh sind, und schneidet die ab mit einem scharfen Messer. Und dann das Wichtigste, dass man sich nicht sticht, wenn man die isst, man tut alle Dornen wegschneiden. Und dann tut man es klein schneiden und nachher tut man es kochen in einer Pfanne. Und dann tut man es wie Essiggurken in ein Glas abfüllen, in Essigwasser. Und dann kann man die schlussendlich essen. Da habe ich schon vorbereitet, die Kaktustriebe habe ich klein geschnitten. Willst du mal als Erste nehmen? Gut. Fein. Ist es fein? Mhm. Und nach was schmeckt es? Essiggurken. Essiggurken. Ich bin Gärtner geworden, weil ich sehr gerne Pflanzen habe, um zu sehen, wie sie wachsen und sich entwickeln. Und das Schöne hier in der Sukkulentensammlung ist, dass wir uns um jede einzelne von diesen über 5'000 Arten kümmern können.